Hallo liebe Leute da draußen, ich bin's wieder, euer Dave und ich zeige euch heute mal, wie man so ein Bild hier in unter 10 Minuten locker hinbekommt. Ich zeige euch ein paar Techniken, die gerade für die Anfänger sehr interessant sind, weil dieses Tutorial richtet sich auch an die Anfänger, damit ihr auch ein bisschen was machen könnt und vorzeigen könnt. Ich zeige euch im Speziellen gerade, wie man solche Sterne macht. Die sind sehr easy oder solche Berge mit den Spiegelungen. Und ich würde sagen, wir gehen an den Maltisch. So, da sind wir am Maltisch und ich habe hier schon mal eine stinknormale Leinwand vorbereitet und schwarz grundiert mit Acrylfarbe. Leider hatte ich nur irgendwie eine ganz komische schwarze Acrylfarbe, die ist ziemlich glänzig, das mag ich eigentlich überhaupt nicht, aber für unseren Zweck tut es das jetzt auf jeden Fall noch, aber tut es euch da lieber auch einen Gefallen und guckt, dass ihr immer eher was Matteres findet. Das sieht einfach nicht so schön aus. Und ja, dann kommen wir mal zu den Sachen, die wir heute brauchen werden. Wir machen ja Sterne und Berge und dieses Bild. Und ich habe hier zum Beispiel eine Schablone mit Sternen und Kreisen drauf. Die benutze ich eigentlich immer ganz gerne. Ich werde euch aber auch hier noch eine Alternative zeigen, falls ihr jetzt nicht so eine Schablone zur Hand habt. Und da würde ich sagen, da machen wir eigentlich gar nicht lange rum, sondern da machen wir uns einfach selber eine. Ganz am Anfang habe ich das auch gemacht. Da haben wir uns einfach, also da habe ich mir dann einfach Sterne rausgeschnitten aus dem Papier und die dann benutzt. Die kann man zwar halt nicht ewig nutzen, weil das Papier irgendwann dann feucht wird und wellig und dann nicht mehr funktioniert. Aber im Endeffekt sieht es dann so aus wie hier jetzt. Das habe ich mal nur ganz grob und kurz gemacht, damit ihr versteht, was ich meine. Da könnt ihr auch, wenn ihr irgendwelches anderes Material habt, auch was anderes benutzen, was vielleicht sogar länger hält. Und dann ist das kein Problem. Jetzt machen wir mal einen mit ein bisschen filigraneren Einschnitten, den wir dann auch nachher für das Bild dann auch mal benutzen, damit ihr seht, dass das auch funktioniert. Und für den Rest werde ich aber meine Schablonen weiter benutzen, weil die eigentlich ganz gut sind und schön filigran. Und wenn ihr das wie gesagt nicht habt, dann nehmt gerne oder macht euch gerne selber welche, ist jetzt kein Hexenwerk. Und dann könnt ihr das nämlich ohne Probleme machen. So sieht das fertige Ding dann aus. Ihr könnt es natürlich noch viel feiner und schöner machen. Ich habe das jetzt eher ein bisschen schneller gemacht, aber die Dinger funktionieren auch ganz gut, wenn man das vernünftig und in Ruhe macht. Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Bild an und als erstes machen wir die Berge. Dafür brauchen wir ein DIN A4 Blatt, was wir jetzt ein bisschen einreißen, um eben so eine Bergkette zu machen. Und da entstehen einfach einzigartige Formen und Muster und es sieht immer relativ schnell authentisch aus und das ist eine schöne Technik, die man dafür verwenden kann. Das andere Teil, das Negativteil, nicht wegschmeißen, das werden wir jetzt nachher wieder brauchen, aber dazu mehr später. Jetzt nehmen wir uns das Abgerissene. Man kann das Ganze jetzt entweder mit Gewichten fixieren, damit es ein bisschen unten liegen bleibt, oder bei anderen Schablonen sogar noch mit Sprühkleber und so weiter. Ich habe jetzt hier mal ein paar Gewichte, aber die sind ein bisschen zu schwach, deswegen werde ich es dann gleich doch lieber mit den Fingern machen und es anpressen. Wir pressen es eigentlich nur an, damit eben der Sprühnebel eben nicht unter das Werkstück gelangt und somit eben diese schöne scharfe Kante kaputt macht. Also da einmal schön anpressen und dann passt es. Was wir jetzt noch machen, wir nehmen die gleiche Schablone und doppeln sie einfach, indem wir sie ein bisschen ansetzen, wo wir aufgehört haben. Da müsst ihr einfach immer nur schauen, wo ihr aufgehört habt und wo ihr weitergemacht habt, eben wegen der Negativschablone nachher. Und da hat man doch relativ schnell einen relativ coolen Gebirgspass oder andere Optiken. Man kann auch noch viele andere Materialien dafür benutzen, aber
Ich finde, es macht schon mal auf jeden Fall richtig gut was her und ist eigentlich schnell gemacht. Ihr könnt da natürlich viel mehr noch experimentieren, wenn ihr da Bock drauf habt und es dann so machen. Als nächstes ziehe ich eine gerade Linie, weil ich unten noch ein bisschen Wasser hinzeichnen möchte. Ich werde es jetzt nur ein bisschen grob andeuten und da eben dann ein paar Wellen einzeichnen. Ihr könnt es natürlich noch viel detaillierter machen oder ja, ausufender oder andere Sachen hinmalen, je nachdem, was euch taugt. Ich fand es immer ganz cool, weil man dann eben auf dem Wasser nachher eine schöne Reflexion malen kann, was dann gleich nochmal ein bisschen cooler aussieht. Dafür arbeiten wir jetzt halt ein bisschen Freihand, ein paar gerade Linien ziehen, nicht zu dick, auch nicht zu dünn, einfach auch nicht zu stark. Also ein guter Mix, damit es einfach ein bisschen nach Wasser aussieht. Ein paar Highlights hier und dort, damit es einfach ein bisschen plastischer wirkt. Ich werde jetzt auch an einer Stelle, wo ich mir den Mond hinknall, nachher dann ein bisschen die Reflexion vom Mond schon einzeichnen und ein bisschen hinmalen, damit das eben auch gleich wieder authentischer aussieht, wenn er sich da ein bisschen drin spiegelt. So, da ist die Farbe leer gegangen. Die werde ich jetzt mal schnell auffüllen müssen. Und dann kann man schon weitermachen. Und da sieht es schon ganz rund aus. Wie gesagt, ihr könnt bei dem Tutorial das gerne noch viel detaillierter machen und könnt euch ja natürlich viel mehr Zeit lassen. Dann habt ihr natürlich auch ein viel schöneres Ergebnis. Da kommt jetzt eben so die Leuchtquelle vom Mond hin. Da ziehe ich auch nicht durch, sondern mache auch dann kleinere Highlight-Striche, damit es eben auch wieder vom Wasser her rührt und auch authentischer aussieht, wie einfach nur durchgezogen. Und dann sieht es schon ganz cool aus. So, und jetzt suchen wir uns das andere Stück, das Negativteil der Schablone, wie man hier schön sehen kann, und kippen dieses einfach nach unten und somit haben wir eine exakte Schattenquelle, die halt einfach zu 100% sitzt und die werden wir jetzt mit einem leichten Schwarz das einfach ein bisschen einfärben, damit wir eben so auf dem Wasser eben die Reflexionen von den Bergen haben. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache, wenn man eben diesen Teil behält. Dann hat man eigentlich so eine perfektes Gegenstück direkt. Und dann sieht es halt einfach gleich richtig cool aus. Gibt eigentlich einen echt schönen Effekt. Also da kann man echt viel mit rumspielen und machen. Und das ist eigentlich eine echt coole Sache. Und deswegen einfach nicht wegschmeißen am Anfang. Vielleicht könntest du es ja auch bei anderen Projekten immer wieder mal brauchen. Und dann sieht es nämlich schon ganz gut aus. So, dann haben wir schon das Wasser, die Berge und die Reflexion. Später machen wir noch ein bisschen Detailarbeit. Jetzt machen wir aber mal mit dem Himmel weiter. Weil hier geht es natürlich um die Sterne auch und die kommen nachher natürlich auch noch. Als nächstes mache ich aber erstmal einen kleinen Mond. Dafür nehme ich den Kreis, den ich in der Schablone drin habe und sprühe den ein bisschen einseitig aus, damit er von der anderen Seite gleich schon ein bisschen dunkel aussieht und damit auch wieder ein bisschen realistischer. Da müsst ihr jetzt nur noch ein bisschen aufpassen, was mir jetzt passiert ist. Weil ich zu nah am Werkstück war, einfach, dass der Overspray dann ringsrum herumgespritzt ist und dann halt eine Kante macht. Da müsst ihr mal ein bisschen aufpassen. Aber ist ja hier Gott sei Dank schnell gelöst mit ein bisschen Schwarz drüber und dann hat sich das schon erledigt. So, dann würde ich sagen, widmen wir uns mal den Sternen. Ich mache vorab immer gerne ein paar kleinere Punkte erstmal, wo ich dann die Sterne setzen werde. Ich lasse auch manche Punkte einfach nur so als hellen Punkt, weil das finde ich auch immer ganz cool.
damit man einfach einen bunten Mix hat von verschiedenen Optiken. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Dieses blöde glänzende Acryl ist echt ein nerviges Schwarz, aber sei es drum, wir machen einfach mal weiter. Jetzt haben wir uns nämlich ein paar Sterne schon mal rausgepickt und jetzt zeige ich euch mal, wie man das mit der Schablone macht und nachher mit dem selbstgeschnittenen. Und dafür nehme ich erstmal die Schablone und suche mir einen Punkt raus und sprühe den eben ein bisschen aus und dann haben wir da schon Sterne. Ich zeige euch das jetzt lieber mal im Nahen, weil das geht dann doch besser. Da haben wir jetzt schön den Punkt gesetzt und jetzt nehme ich eben den Stern und ich mache das eben mit dem Punkt ganz gern, weil so habe ich eben einfach eine direkte Mitte. Man kann es natürlich auch ohne machen, keine Frage, aber so habe ich schon mal so einen groben Überblick über allem. Und jetzt habe ich eben schon mal den ersten Stern und jetzt ist der Trick eigentlich, das Ding nicht voll auszumalen, sondern beim Sprühen leicht mit nach hinten wegzugehen. Das war jetzt ein bisschen zu wenig, aber ist ja kein Problem. Setzt man die Schablone einfach wieder an und also sprühen und dabei leicht nach hinten gehen. Und wenn man das Gefühl hat, so man erreicht bald so das Ende von den Spitzen, dann einfach weggehen, damit es eben so schön wie jetzt ausläuft. Und dann hat man eben schon so einen schönen geilen Effekt. Um das jetzt aber noch ein bisschen schöner zu machen, sprühen wir den eben mittig aus. Und schon haben wir einen perfekten Stern, der richtig was hermacht. Den kann man jetzt auch nicht nur an so einem Hintergrund benutzen, sondern auch natürlich auf alle metallenen Effekte oder so, wenn man sowas hat. Irgendwie einen Tank airbrushed oder irgendwelche Metallteile, dann kann man die natürlich mit sowas auch noch gleich mal aufwerten. Ist aber auch Geschmackssache. Und da sieht man eben, wie ich es mache, mal ohne Punkt. Da kann man natürlich auch so arbeiten, aber wie gesagt, ich mache das immer gerne, damit es eben schon mal so ein Gefühl habe. Und hier hat man ganz schön gesehen, was man nicht machen sollte, ist, wenn die Farbe noch nass ist, dann zu dicht rangehen, weil dann verläuft die natürlich. Da kann man ruhig mal zwischendrin immer ein bisschen Luft geben, damit das Zeug trocknet. Ist jetzt hier aber nicht so wild. Was wir hier jetzt noch machen können, ist zum Beispiel so einen Lensflare-mäßigen Effekt machen, einfach so einen leichten Bogen, damit das Ganze dann noch, noch krasser aussieht. Muss man nicht machen, das ist immer so eine Geschmackssache. Und ich mache es mal hier, mal da, so wie ich gerade lustig bin. Ich habe jetzt hier auch noch einen auf der Schablone drauf, so einen Effekt, den benutze ich jetzt relativ selten. Den habe ich jetzt einmal benutzt für die Blasen an dem PC-Gehäuse. Da hat es ehrlich gesagt ganz gut gepasst. Aber mir gefällt die vorige Variante schon ein bisschen besser, aber ist auch wieder Geschmackssache. Da kann man rumprobieren. Und da tun wir den eben auch mittig einsetzen und aussprühen. Und dann haben wir da schon das Passende. So, dann schnappen wir uns mal unser selbstgemachten Stern und auch da einfach wieder das Gute, da weiß man jetzt einfach, wie man ansetzen soll. Hat man schon mal schön die Mitte und auch wieder hier sprühen und dabei zurückgehen. Das war jetzt ein bisschen zu wenig, aber der Stern ist auch schon ziemlich groß, also da braucht es ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, nie voll ausmalen, das sieht einfach nicht so schön aus, wenn es nachher sich so ein bisschen ausgeht, sieht es viel, viel besser aus. Und auch den können wir mit einem Dot in der Mitte, mit einem schönen Punkt, der ein bisschen auch ausstrahlt, einfach wieder schön strahlend machen und dann sieht die Sache schon wieder richtig geil aus und sollte kein Problem sein. So, jetzt haben wir unsere Berge und Sterne. Jetzt machen wir noch ein paar kleine helle Punkte und natürlich zum Schluss auch noch sprenkeln wir den ganzen Himmel nachher noch. Aber zuerst mache ich jetzt hier noch ein paar Wolken rein, damit das Ganze einfach noch ein bisschen schöner aussieht und die machen wir auch ein bisschen freihand. Einfach ein bisschen wegbleiben und erstmal ein paar gerade Linien ziehen und dann oben nachher ein bisschen ausmalen, damit die einfach ein bisschen Volumen kriegen,
die ganzen Wolken und man kann da an der Oberkante einfach ein bisschen schön eine hellere Kante ziehen und dann hat man eigentlich relativ schnell auch schön Wolken. Das rundet das Ganze dann einfach nur ab. Aber wie gesagt, ihr könnt euch da viel mehr Zeit lassen und das Ganze noch viel mehr ausarbeiten. Dann wirkt es natürlich auch viel schöner und auch mit Farben könnt ihr natürlich auch noch, was euch beliebt und Spaß macht, auch noch einsetzen. Dann kriegt es nochmal einen ganz anderen Touch. Aber ich finde, für sowas geht es schon recht fix. Mal ein schönes Ergebnis. Und ich finde, für einen Anfänger ist sowas auf jeden Fall gut machbar, wenn man das Handling schon mal ein bisschen raus hat von der Pistole und so ein bisschen den Abstand einschätzen kann. Dann ist auch so ein Bild immer eine gute Übungssache. Da lernt man ein bisschen Freihand, ein bisschen Schablone, ein bisschen Verlauf von den Farben, ein bisschen punktuelle Sachen. Also hier setze ich nochmal ein bisschen Highlight in der Bergkette vom Mond einfach als Licht. Setzen wir hier nochmal ein bisschen den Strahl rein, der sich quasi auf der Wasseroberfläche schön spiegelt. Dann sieht das schon richtig nice aus. Hier und da ein bisschen Wasser-Highlights, ein bisschen der Schaum und die Wellenspitzen. Also wie gesagt, da könnt ihr so viel noch schön nacharbeiten und machen, bis es euch gefällt. Jetzt malen wir noch ein bisschen die Wolken aus, kriegen die noch ein bisschen Volumen. Und dann gehen wir ans Sprenkeln nachher ran. Die Sprenkeltechnik, die kennt man eigentlich auch schon relativ oft gesehen, denke ich mal, habt ihr die. Das ist, wenn man eben den Schlauch ein klein wenig knickt, sodass noch minimal Luft durch die Pistole geht, dann fängt sie natürlich an zu sprenkeln und zu spritzen. Das möchte man eigentlich vermeiden, aber in dem Fall wollen wir es natürlich mit Absicht herstellen, damit es eben schöne kleine viele Punkte gibt, die einfach nach vielen Sternen aussieht. Ich zeige es euch gleich nochmal aus der Nähe, weil ich nicht weiß, ob man das jetzt hier gerade so gut sieht. Durch die blöde Spiegelung von der blöden schwarzen Acrylfarbe zeige ich es euch gleich lieber nochmal ein bisschen in der Closer. Wenn man nämlich schön den Schlauch knicken, aber das würde ich dann euch empfehlen. Macht's vorher auf einem anderen Testpapier, bevor ihr euch euer Bild voll saut, wenn es nicht richtig klappt. Und da sieht man eben die feinen Spritzerle und das sieht dann im Endeffekt ganz cool aus. Und am Ende haben wir dann eben unser schönes Bild fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich natürlich über ein Like oder ein Abo sehr freuen. Ich stecke da viel Liebe und viel Arbeit rein und ich hoffe, das sieht man auch. Ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen ein paar Techniken für euch rausnehmen. Ich würde mich darüber echt freuen, wenn mal der ein oder andere vielleicht mir mal ein Bild schickt, wenn er das ausprobiert hat. Das würde mich doch auch wirklich sehr interessieren. Oder schreibt es in die Kommentare, wie ihr das findet oder was ihr da noch für Ergänzungen hättet, was gerade im Speziell für die Anfänger ganz interessant wäre. Würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen. Andernfalls reingehauen. Viel Spaß beim Malen.